Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. An erster Stelle heute will ich mal Danke sagen an den lieben CrenGLP oder CrenGLP. Du machst so schnell Videos für deine Community, dafür will ich wahrscheinlich auch deine Community Danke sagen. Dankeschön, CrenG. Sowas hört man immer gerne, da freut man sich besonders. Bei Battlefront 2 kriege ich so selten Kommentare. Ich weiß nicht warum, ist aber so. Der Jonas 17 sieht es genauso und auch der KKLP. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Das tut gut, da freut man sich dann immer auf die nächste Folge. So, wir haben eine Tupperkiste bekommen. Ich weiß gar nicht warum, ich glaube, die habe ich freigeschaltet irgendwie. Ich habe sie nicht gekauft, die war einfach da und ich habe sie übersehen. Ich hätte jetzt die IQ 11 bekommen. Einfach so. Wenn ich sie noch nicht gehabt hätte. Irre. Boah. Hätte nie gedacht, dass wir so aufeinander treffen. Oh, eben was Neues. Mein armer Offizier, der taucht ja nicht die Bohne. Oh, ablegen gedrückt, Blödsinn. Was ist denn das überhaupt? Equipt das einfach. Verbessere dich und verbünde Soldaten in der Nähe. Wow. Der levelt mal für sich so alleine. Gut, dann haben wir das jetzt hinter uns. Eine schöne Trupperkiste war das jetzt, ne? Das ist richtig geil. Was wir jetzt als nächstes freischalten wollen, ich weiß gar nicht. Ich guck mir jetzt nichts mehr an. Wir werden jetzt einfach eine fette Runde kämpfen. Vielleicht ein bisschen Heldenspaß, ein bisschen fliegen. Einfach nur Battlefront 2 relaxen. Sofern man da relaxen kann. Oh, einen Schluck Kaffee getrunken. Was ist das denn für eine Tasse? Oh, die scheint für meinen Sohn zu sein. Da sind so Kindersachen drauf. Okay. Wir haben eine Runde gefunden. Starkiller Basis. Okay. Mal gucken, wie lange die Runde geht. Ich weiß nicht. Ich muss gleich lernen. Ich habe gestern gelernt, Recht. Es war, ich kann euch das mal genau sagen. Also wie gesagt, ich bin ja immer noch in der Ausbildung zum Notfallsanitäter in der Ergänzungsprüfung. Und gestern habe ich den halben, also was, den ganzen Tag fast, Qualitätskriterien und Rahmenbedingungen im Rettungsdienst. Darunter fällt zum Beispiel Recht, ne? Also das Bundes-, Landes- und Europarecht. Und die DIN-Norm zum Beispiel ist der RTW, also der KTW, der Krankentransportwagen, ist die DIN 1789. DIN IN, nicht zu vergessen. DIN ist nämlich das deutsche Institut Normierung und EN ist das europäische Normierungsinstitut. Also, was man dafür alles lernen muss, dafür, dass man später Menschen retten leben soll, ist echt heftig. Gut, heute mache ich dann nochmal Strafrecht ein bisschen, das muss man auch wissen, wegen Körperverletzung. Wenn wir einen Zugang legen, dann ist es Körperverletzung zum Beispiel, aber natürlich nicht in Form des Rettungsdienstes. Mein Gott, das laber ich mit so einem Scheiß voll. Okay. Ich wollte eigentlich Sniper wählen, aber ich habe mich jetzt verquasselt. Ach, das sind nicht hier viele. Das kriegen wir hin. Oh, verdammt. Ist ja ein wunderschöner Samstag. Ich würde den ganzen Samstag lieber Kingdom Come Deliverance spielen. Aber ich darf ja nicht. Ich muss ja lernen. Wenn ich das anfange, dann höre ich nicht auf. Ich kenne mich. Er stickt dran. Ja! Das ist ja schon fast Snipen. Warte mal, ich zeige euch die mal. Suche ein Ziel. Vertreiben das Kampflager. Wird eine schöne Explosion. Also wir ballern, wenn man sie kaum da. Aber die hauen immer ab, ne? Ja, das ist voll gemein. Besser, wenn man sie sieht. Nein, ich übe gerade noch mit den Granaten zu werfen. Wow. Das war ein schlechter Wurf. Kill Assist, schade. Ist doch ruhig, ne? Also, die ist ein bisschen entspannt gerade. Aber ich will nicht entspannt sein, ich will kämpfen. Das schaffe ich nicht! Boah, das war aber wirklich knapp. Das kann ich auch. Ja, meine Granaten sind alle scheiße bis jetzt gewesen. Okay, wir haben's. Der links läuft auch schon. Okay.
Ja, da war einer. Das kann ich ja selber spähen. So, das kann ich. Treibstofflager wieder einzunehmen. Sollten Sie zumindest. Und ballast du ja fleißig mit, ne? Boah. Heftig. Ist er schon down? Autsch! Hä? Boah, der ist voll gut getarnt gewesen. Habt ihr gesehen? Mega. Wir bleiben jetzt Angriff. Okay, wir gehen rein. Schaltet diese Truppen aus und stürmt den nächsten Sektor. Wir bleiben Angriffsmann. Oh, das war ja fast zu einfach, ey. Schade. Die Schlacht im All wird härter. Hier unten auch. Begeht euch zum Haupttor. Sichert den Bereich, dann rücken wir in die Basis vor. Die erste Phase ist super zu snipen hier, aber dann ist es nicht mehr so supi. Was, warum steht. Warum lockt man, geht man auf den Server und steht nur doof rum? Also muss mir mal einer erklären. Jetzt im Einsatzgebiet. Ne. Ne. Dann konnte ich jetzt ganz gemütlich schießen. Sachen gibt's. Okay, Angriffsdrucktyp. Da. Das ist unfair, ey. Ach, das ist so eine schrottige Waffe, ne? Ey, du kommst überhaupt nichts mit der reißen. Boah, ich bin so gespannt, wenn die voll abgegradet ist, wie gut die dann ist. Wahrscheinlich werfe ich sie dann im Müll. So. Das ist immer ein vernünftiges Spawn, der war gerade am Arsch der Welt. So. Jetzt aber. Schieß mal hier so einen Scan in der Richtung. Ich werde sowieso gerade gescannt. Mann! Den habe ich fast gehabt. Oh, warte mal. Ich sichere euch. Ich bin heute auf dem Boden nicht ganz so fit scheinbar. Vielleicht geht es in der Luft besser. Auf mein Zeichen. Nö. Ich hab ja gar nichts gemerkt. So. Ne. Ich hab wirklich geglaubt, er kommt durch. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber er hat's gemacht. Arsch. Song gehört. Geil. Das haben wir aber sehr schön gesehen. Ein X-Wing, da bin ich, und X-Flügler, besser gesagt, da bin ich gar nicht so, den liebe ich eigentlich ganz schön, weil das Geile ist, der kann sich reparieren. So, das ist, wo ist der Spieler? Schon lange kein X-Wing mehr geflogen, merke ich gerade. Ich bin am Tor! Ich bin hier! Ja, schön. Ich bin auch hier. Mann, diese KI, ne? Die lenkt dann immer so mega ab. Ganz bequem hier rum. X-Wing ist einfach besser.
Boah, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Oh, das war aber schön, ey. Ui, ich liebe Fliegen. Ach komm, noch einmal. Noch einmal. Unten habe ich irgendwie einen Held eingeheizt, glaube ich. Mann, da kriegst du ja auch die dicken Punkte mit dem scheiß Rumgeflattere hier. Welcher ist der Spieler, ist die Frage. Es gibt ja auch Punkte, aber nur 100. Große Finale, ist schon ein Countdown-Ende? Die Basis muss gleich feuerbereit sein. Okay, der Zellenblock ist in der Nähe, aber wir müssen die Steuerung der Zellentüren und des inneren Tors Speed. Überkommen. Greift beide Ziele an und hofft das Beste. Na, das war er doch. Ja. Ja. Wie lange darf ich noch fliegen? 13 Sekunden, okay. Man kann eh wegputzen. So, auf geht's. Wir wurden rausgeworfen, leider. Aber so, das ist natürlich so episch, wenn man dann nur rausgeworfen wird, anstatt zu kaputt zu gehen. So, hier wird auf jeden Fall fleißig hingeschossen. Oh nein! Ich will ihn mal in die Hand nehmen, wie den Werfer. Was war das denn jetzt? Boah, finden Punkte hier, ey. Wir müssen das innere Tor öffnen. Überbrückung läuft. Okay. Wo denn? Haben Ziel erfasst. Boah. Dreier-Serie. Ach nee, das zählt noch zum Fliegen, oder was? Schade. Was ist diese Halle da drin? Aber es ist passiert. Ja, irgendwie laufe ich immer völlig anders, als ich soll wahrscheinlich. Egal. Überbrückung online. Mal sehen, ob wir diese Zellen öffnen können. Haltet das Ziel und macht euch bereit zum Scheiße. Vorrücken. Total verkackt. Überbrückung der Zellen offline. Total verkackt. Ich hoffe, da kommt nicht nochmal Starkiller-Basis, aber ich glaube schon. Ich habe ja immer gerne in den Videos so ein bisschen Abwechslung, aber du kannst ja nicht aussuchen. Und wird aber ein schickes Kostüm an. Beginn die Überbrückung. Versuchen jetzt die Zellen zu übernehmen. Sie verstecken sich. Ich glaube, da kommen jetzt welche. Nur sicherheitshalber. Das war gar nicht so dumm, ne? War geraten. Damit bin ich einfach so schlecht. Das ist mein Problem. Das ist für meine Freunde. Wir haben die Torsteuerung verloren. Fuck. Luke. Ich bin ein Vater. Boah, da kann man sich nie entscheiden. Man muss sich schnell entscheiden, dann sind sie wieder weg. Dann hast du den Salat. Oh. Ich dachte, da kommt noch eine Phase. Hab ich verpeilt. Die Schlacht ist gewonnen. Tschüss.
13 Spiele, 5 da. Ja, immerhin, ne? Wir denken jetzt, ich bin voll Chewbacca gewesen. Stimmt gar nicht. Boah, 11.000 Punkte haben wir gemacht. Geil. Level up. Wow. Ich glaube, auf PC ist das mehr als auf... Wie kann man denn jetzt schon 50 sein, Tommy? So, wir brauchen hier noch... Boah, 19 Kills. Ne, wo sind denn 19? Warte mal, 10 werden 66. 20 für 76, ja. 19 Kills. Du. 20 Sekunden noch. Also Herausforderung, wie gesagt, hier dauert es noch ein bisschen. Der doppelte Zoom interessiert mich gar nicht so doll, obwohl der auch ganz gut wird. Aber die Reichweitenerweiterung, das finde ich schon ganz cool. Gehen wir. Mein epischer Super Sniper. Der Widerstand begibt sich auf dünnes Eis. Ihre ganz Flotte dünnes Eis. Star-Killer-Basis von oben an, während ihre sogenannte Infanterie auf diesem heiligen Boden marschiert. Wir nehmen an, sie wollen unsere Waffen lahmlegen und ihre gefangenen Freunde befreien. Wir müssen sie aufhalten. Stoppt ihre Sprengung. Gibt es da eine Ecke? Turbolaser und dem Treibstofflager und schlag diese verdammte Invasion zurück. Da fängt für die halt scheiße an. Für mich aber gut. Ja, guck gleich nochmal rüber. Ja, ich dachte, geht weiter. Ah, schön angehittet. So, jetzt kommt er von da. Angehittet. Das macht auch gut Punkte, nur anhitten, aber... Au! Das hat ein anderer mich... Ist ein Delta? So. Nee, das Ding nehme ich nicht. Verrecken nicht. Oh, zwei Specialisten. Super Typen. Aber der ist nicht so super wie ich. Sie haben eine Bombe am Treibstofflager gelegt. Ich hab heute voll Bock auf die Ärgerpistole, ich weiß nicht warum. Eine fiese Posi einnehmen. Feindliche Aktion am Turbolaser. Sie haben Sprengsätze platziert. So, erstmal so mit dem Äuglein gucken. Was ein Held? Nee, ne? Sehr nice. Gut gemacht, Leute. Ich gebe hier nur Feuerunterstützung. Ja, dahinter ist einer. Oh, aus der Bewegung. Geil. Und man soll die Sniper hassen, deswegen. Genauso wie ich dann. Turbolaser wieder gesichert. Sprengsätze neutralisiert. Aber ich snap einfach so gern. Da einer? Ist das ein Beschreibung? Ach, das können wir auch mal ausschalten. Ich hab dich gesehen. War einer schneller und hat besser gezielt. Ah, da will einer. Der will mich. Der hat mich. Nee, der da oben war's. Okay. Schade. Hätte ich gerne luftige Rache genommen. Luftige Rache hätte ich gerne genommen, aber nichts da. Schon wieder 11 Uhr, meine Videos kommen alle so spät in letzter Zeit. Aber Hauptsache, wir kommen welche. Ist er noch da am Rumgleiten? Nee, ne? Okay, sieht aus, als ob die das nicht packen, ne? Kann das sein? Geil.
Versuch was wert, da ist er. Er macht komische Sachen. Tschüss. Tschüss vor dem Teamie-Sniper. Ich wurde auch mal so doof aus der Luft geputzt, immer von den blöden Heckenschützen. Das bringt ja nichts, jetzt nur auf Luftdinger zu schießen. Aber die Punkte sind so gut, wenn man die platt macht. So. Also die schaffen gar keinen. Ich glaube, da hängen wir noch eine Runde dran. Ich bin halt in etwas wirklich viel besseren Team. Machen wir mal hier jetzt den Sturmtrupp. Oh, verschossen. Wort mit X war nix. Oh, komm, wir nehmen einmal... Oh, schade. Gerade weg gewesen. Ziehen wir es gemeinsam durch. Das wird keine gute Punkte-Runde, nein. Oh, ich war danach kommt bestimmt Katschuk oder so. Dann bin ich wieder eine halbe Stunde am Aufnehmen. Oh, wie fair war das denn jetzt? Investiere ich Bündchen. Scheiße. Der wär's gewesen. Wir schaffen gar nichts. Ja, wenn man da mal... Vorfall am Turbolaser! Sie den haben Raketenwerfer hingehabt hätte, ne? Die Bemühungen des Widerstands waren umsonst. Die Starkiller-Basis ist feuerbereit. Ich glaube, so viele Bemühungen waren das gar nicht. Delta. Guck mal, ein Dosenfisch. Ist das Delta Clan? Den habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Nicht so richtig jedenfalls. Guten Draxler kennen wir ja. Dunkle Aura. So. Großer Tempel. Schön. Da habe ich Bock drauf. Machen wir da noch eine Runde. Und dann, ja, war's das für heute. Morgen Sonntag. Kacke. Und Montag geht die Schule wieder los. Aber das wird so anstrengend, sage ich euch. Da wird YouTube leider etwas nach hinten rutschen müssen. Aber wenn die Woche vorbei ist. Und der Montag dann mit der Prüfung. Ach, dann gehöre ich wieder komplett euch. Ja, Windfier, der große Tempel. Weiter. Wir machen erstmal ihn hier. Ist ja schon Stufe 24, ganz schlecht. Mit der Kackwaffe. So, das muss jetzt einmal sein. Was macht er? Was macht er? Wem nimmt er? So, den schweren, den habe ich immer noch nicht geskillt. Oh, hier wäre so geil nochmal den New Wing am Ende. Und der Führungsstab evakuiert. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Das Imperium ist hier. Sturmtruppen kommen. Unsere Mission lautet, die Daten der Rebellion zu schützen. Wir brauchen Zeit, um die Datenbanken der Basis zu löschen. Ja. Der Feind wird unsere Verteidigung Stück für Stück ausschalten. Beginnend bei den Turbolasern. Haltet Wache und beschützt sie so lange wie möglich. Ja, wir bilden schon irgendeinen Ring. Achtung, Granate! Na, treff ich. Wow, reingeworfen. Aber nichts getroffen natürlich. So, ich versuch mal. Wir können ja nur einen beschützen. Alle geht ja nicht. Ballert. Eigene Truppen. Und ich schieße eh gegen eine Wand. Imperiale Einheit markiert. Pass auf, er kommt zu dir, er kommt zu dir. Westliche Turbolaser. Granate auf dem Weg. Ha! Granatenkill.
I love it. Ah, er macht schon. Haben den westlichen Turbolaser erreicht. Alles in Ordnung im Moment. Nicht nur für die Punkte, auch für das Leben meiner Kameraden. Turbolaser im Hof ist bereit zur Sprengung. Das ist unser Ziel. Granate auf oh. Den Weg. Oh, auf einem schönen Wurf, ey. War der Zufall. Aber nichts getroffen. Wieder mal. Wow. Steht noch geschützt plötzlich. Okay, boah. Aber die sieht man so schlecht, ne? Oh, ich würde jetzt einfach mal standhaft bleiben. Aber die A280 ist 100 Millionen mal besser einfach, ne? Da kannst du machen, was du willst. Aber das ist nicht die, die vom... Doch. Die ist einfach besser, aber ich muss die verfluchten Kills damit hinkriegen. Turbolaser im Hof verloren. Aber die schaffen es trotzdem nicht, ne? Das ist echt. Das ist unsere Chance. 75 haben sie zwar noch, aber ich scheine im wirklichen ziemlichen Top-Team zu sein. Auf den da! Da ist aber keiner. Werfe Granate! So. LTST. Der gibt natürlich mega Deckung. Auf den kann man auch gut ballern mit einem normalen Gewehr. Der einen. Hey, wann haben sie denn scharf gemacht? Aha. Ich sehe niemanden. Keine Ahnung, wo die jetzt herkommen. Achtung, Granate geworfen. Toller Wurf. Aua, 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 aua. Oh, wer war das denn? Ich glaube von hinten der Penner. Hecke Penner. Wir brauchen Kills als Angriffstruppler. Schaffen wir noch ein, zwei Stück, dann haben wir wenigstens ein bisschen was geschafft. Oh, die schaffen es doch. Sprengsätze erreichen bald volle Energie. Bringt ein Team zum östlichen Turbolaser. Das ist nicht gesund. Kann ich euch jetzt nichts gegen ausrichten. Den äußeren Verteidigungsbereich verloren, aber... Ja, voll ätzend. Ich hab mich gescannt, wetten. Wir haben Basis 1 Zeit verschafft und das schaffen wir nochmal. Bringt Druck! Erstmal provisorisch eine werfen. Durch, solange wir können. Sammelt euch am Lager der Turbolasersteuerung. Wenn sie uns wieder zurückbringen, müssen wir um die Basis selbst kämpfen. Bereit! Lass mich mal hier so überholen. Was ist er denn, der ATST? Ich höre ihn. Da ist er. Lass ihn mal so ein bisschen ziehen. Verschone ihn. Was seid ihr denn? Was war das? Ah, die müssen doch hier jetzt lang kommen. Sind noch welche da? Und die wollen da rein. Können wir von hinten oder von vorne? Aber da sind die Einschläge gewesen. Hä? Was ist das skurril? Gehen alle nach denen. Mein Plan ging nicht auf. Nein, überhaupt nicht. So schnell da. Das Lager wird fallen. Überhaupt keiner da. Wow, wow, wow. Ja, ist so klar, dass der... Oh Mann, ich hasse es, ne? Wenn das so weitergeht, müssen wir das Lager verlassen.
Du gehst ganz hinterhältig, fies und gemein durch die Hecke durch und was passiert? Irgendeiner sitzt da wieder drin. So. Verloren. Nächste Phase nach der würde sein Viewing-Möglichkeit. Nämlich hier rüber fliegen, über den Tempel. Also muss ich ein bisschen abtimen. Aber noch haben sie den ja nicht mal eingenommen. Das Pünktchen. Imperiale Einheit markiert. Mann, das kann doch nicht sein, ey. Bin ja fast down gewesen, wieder. Genau, die habe ich ja auch noch. Ah, der will hinten rumkommen, ne? Ich hab dich gesehen. Ah, war ich zu langsam. Ich bin bei der Lasersteuerung. Wir haben Truppen im Anmarsch. Zu viele auf einmal, zu viele Informationen. Dumme Assists. Imperator? Granate! Countdown läuft! Boom. Wo ist er? Nein. Oh, Spieler beschädigt. Ich habe aber noch ein Handy gegeben. Nein, 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 Quatsch. Oh, das war zu schnell. Ich muss jetzt den Löffel abgeben, aber ganz fix. Ah, noch haben wir Zeit. Hat ein paar Pfeile abgekriegt, würde ich sagen. Oh Mann. So können wir die Lasersteuerung nicht halten. Wir brauchen mehr Truppen. Dann müsst ihr mich töten. Zwei Spieler gekillt damit? Perfekt, perfektes Ende. Hier. Ich drück wie blöd. Ich liebe das Ding einfach. Hoffentlich wird da keiner wie ich drauf rumballern. Habe ich das nicht bekommen? Maximal Anzahl. Wie kann denn da einer noch das Ding kriegen? Wie wichse... Oh Mann, ey, das ist doch wohl ätzend. Ich habe doch raufgespammt wie blöd. Hat sich einer weggeschnappt? Ey, das ist ja unfassbar. Mann. Ja, vielleicht haben wir Glück. Aber da zufälligerweise das Ding kriegen. Ich hab mich so auf den Jubin gefreut. Ja, schieß ihn ab da oben. Boah, was ein Planet, ey. Mein Gott, ich krieg nur Assists, ne? Also, kannst reißen, oder willst hier. Granate bereit! Östliche Station, Gerät aus. Kann ich nichts mehr machen? So, entweder warten wir jetzt ab. Das ist so langweilig, ne? Ich will aber Ewing fliegen. Entweder hat er unendlich lange den Ewing oder er geht kaputt oder er schafft das nicht in den 60 Sekunden. Wir können uns diese Verluste nicht leisten.
Ah, das ist so, so blöd, ne? Da bist du schon am Spam und dann kriegst du den trotzdem nicht, ey. Voll unfair. Das haben sie die erste schon gleich. Das haben sie zurückerobert. Sehr interessant. Da könnte jede Sekunde frei werden, der Kacke. Misthaufen. U-Wing. Dann kriege ich ihn nicht. Ich will U-Wing fliegen, das war mein Ziel heute. Wenn ich die Map kriege, jedenfalls. Lalalalalalalala. Ja. Ziel erfüllt. Aber ein bisschen die Augen zu gehabt jetzt. Mal gucken, ob wir da irgendwas reißen können. Die werden jetzt natürlich alle zu dem fast fertigen Sturm. Sie kontrollieren jetzt die östliche Station. Wenn sie die westliche Seite verlieren, haben sie Zugang zur Basis. Scheiße, das muss natürlich sofort gehen. Boah, wie lange darf man denn fliegen? Unfassbar. Der hat doch keinen Schutz, der steht doch gar nicht im Schutzschild. Überhitzt. Überbrückung 60 Sekunden. Oh, die dummen Bäume. Scheiße. Wie viele Sekunden noch? 33? Okay. Ihre was? Techniker haben die westliche Station erreicht. Ist hier keine Sau da? Westliche Station in Gefahr. Überbrückungssequenz läuft. Aber das ist, wenn der hier hinter den Bäumen fließt, ey. Voll Mist, ne? Da siehst du keinen einzigen. Der Zoom ist auch Müll. Spieler. Na, ja, schieß mal auf mich, ich repariere so lange. Das Imperium hat die Kontrolle über die Torstation. Was? Hinter Bäume ist so Müll. Bereit machen für letzte Verteidigung. Unsere Datenlöschung ist fast abgeschlossen. Aber noch gibt es genügend Informationen, die die Rebellion ruinieren könnten. Wir brauchen mehr Zeit, bevor wir evakuieren. Beschützt die Datenbanken im Besprechungsraum und in der Kommandozentrale. Wenn wir scheitern, sterben wir bei der Erfüllung unserer Pflicht. Jetzt rennen sie rein. Oh, voll im Spawn, ey. Wie lange darf ich das Ding denn noch benutzen? Oh. Echt? So schnell? Heftig. Och man, jetzt hätte ich nur einen Held gerne gehabt. Was ich nicht heute alles gerne hätte, ne? Aber das war super. Das war genau das, was ich mir gewünscht habe. Oh, die sind aber gut, ey. Scheiße. Aber sonst hätten wir nicht den Jubin gekriegt. Auf den da! Sie haben die Datenbanken der Kommandozentrale angetappt. Haltet den Download ab, egal wie. Die imperialen Einheiten haben Unterstützung. So eine Art Elite-Soldat. Boah, was ist das denn, ey? Was ist ein RK3? Ray. Aber ich nehme Luke. Mit dem kann ich genauso wenig. So, ich bin wie dein Vater. Nein, was hat er gesagt? Ich bin ein Jedi, wie mein Vater. Du, Fiedel da, du, du. Und denk an den Blocken, Tim. Okay, wir müssen dahin. Bringt ja alle nichts.
Börse. Fasmato. Oh. Na komm her. Hä? Wo ist er hin? Beachte den Rauch gar nicht. Hä? Was hat schon Chewie? Oder Chewie-Ersatz? Wir kommen nicht hier rein, wir kommen nicht hier rein. Boah, ich hab mich doch nicht finden. Was? Bosk oder was ist das? Also die wollen hier rein, ne? Da kannst du machen, was du willst. Aber die sind heldenhaft dagegen am Arbeiten. Lauf! Boah, wie eklig schnell man stirbt, ne? Wie schäbig schnell! Bei Ewing, Luke, Leia. In einer Reihe. Aber wirklich, wie schäbig schnell man... Der trifft dich zwei, dreimal im Kopf, da bist du tot als Held. Das taucht doch so nix. Blocken konnte ich da auch nicht mehr. Ich konnte nichts machen. Nichts. Ich konnte gar nichts machen, der hat mich zu sich hingezogen und da war Feierabend. Da konnte ich klicken und da ist nichts passiert. Datenbank in der Kommandozentrale in Gefahr. Wenn sie zugreifen, zerschmettert er ihre Finger. Los! Ich meine, das ist spannend. Der Computer der Kommandozentrale wurde angezapft. Das war ich. Die Rache ist mein. Ist hier nix. Okay. Eine verdiente Niederlage, aber es hat Spaß gemacht. Wir müssen die Flotte warnen. Wir müssen das Flöckchen warnen. Boah, es ist hell. In den Augen. Aber ich glaube, wir haben auch ganz gut abkassiert. Aber natürlich nicht so gut. Mit dem kann man auch mega Punkte machen. Und der ist sowieso überstark. Wie viele Punkte habe ich denn gemacht? Wäre verachtet. Hui, über 10.000. Schön. Na gut, wir haben auch viele Helden bekommen. Hier geht es auch noch einen Tacken weiter, aber langsam. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.